Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BeamNG Drive. In dem heutigen Video stelle ich euch das neue Update 0.29 vor. Vorab sehen wir erstmal hier die ganzen Patch Notes, was hier denn alles im Groben und Ganzen neu dazugekommen ist. Und im Übersichtsbild kann man auch schon grob erahnen, worum es geht. Aber ich denke mal, die sich mit BeamNG beschäftigen oder BeamNG auf jeglichem Social Media, also auf jeglichen Social Media Plattformen folgen, wissen, was das Update geteasert hat schon. Aber wir gucken trotzdem mal zusammen durch. Und zwar ein neues Fahrzeug, der Soliad Lansdale. Das ist ein generischer US-Familienvan, der gebaut wurde zwischen 1990 und ich glaube bis 2007 oder irgendwann Anfang der 2000er auf jeden Fall. Da sieht man auch schon, das hier ist Vor-Facelift-Version und das hier ist Facelift-Version. Aber das werden wir dann alles später dann genauer begutachten. Genau, Features, ein Reihe 4-Zylinder-Motor, ein V6 und ein V8. Erhältlich auch als Allrad, hauptsächlich aber als Frontantrieb. Genau, hier sieht man schon. Auf jeden Fall auch gute Tuning-Möglichkeiten, wie man schon sehen kann. With plenty of customization, with body kits and offroad accessories. Also, wie ich schon sagte, genau. Includes factory cargo van, base, mid-range, high-end and sports models. Genau, hier Cargo, dann Familienvan, dann hier Rennversion und Tuner. Auch hier Tuner und Polizeifahrzeug. Und hier, ich denke mal, das ist zweimal dieselbe Konfiguration von einem Offroad-Fahrzeug. Ebenso wurde die europäischen Dieselmodelle nicht vergessen, wie man hier sehen kann. Also man sieht jetzt hier keinen großen Unterschied, außer dass es natürlich, wie im Text schon sagt, Dieselfahrzeuge sind. Decked Out Tuner Configuration. Das sieht auf jeden Fall wild aus. Also, gefällt mir auch tatsächlich von der Optik. Dann geht's weiter, the usual complement of Derby Race and Rally and Drag Configuration, genau hier. Also das ist die Rally-Version, die wir gerade schon mal gesehen haben. Eine Drag-Version, sieht auch sehr wild aus. Stelle ich mir schon spaßig vor. Und hier die Rennversion. Also im Großen und Ganzen sieht das schon ganz okay aus, meiner Meinung nach. Okay, dann New Working Sliding Doors. Das ist ja wirklich absolut geil, aber es war halt zu erwarten, ne? Include the lineup of the new Gambler 500 configuration. Genau, das ist nämlich das Thema dieses Updates. Das Update an sich ist nicht groß. Ihr seht schon, dass wir hier schon beim das erste Viertel, so sage ich mal, von der Seite durchgescrollt haben. Das Gambler 500 Update oder allgemein Gambler 500 ist, wir können ja mal kurz zusammen gucken. Gambler 500. Ihr seht schon, was hier Gambler 500 groß im Großen und Ganzen darstellen soll. Das 500 steht dafür, dass man bei Gambler 500 mitmachen kann, wenn man ein Fahrzeug für maximal $500 nimmt, das sozusagen vor der Schrottpresse oder vom Schrottplatz rettet, sage ich mal, und da wirklich wilde Offroad-Konfigurationen draus bastelt mit allem, was man gerade zu Hause so findet. Genau, also Regel ist, glaube ich, 500 Euro Fahrzeugwert. Und was das Tuning oder das optische Tuning oder die Modifikation angeht, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Aber man sieht schon wirklich typisch amerikanisch, einfach wild durchgedreht. Hier oben sogar mit einem anderen Auto oben drauf. Genau, einfach das nehmen, was man findet. Und genau, dann kann man schon da dabei sein. Und man sieht auch hier schon Gambler 500. Also BeamNG ist auf der Google-Suche bei Gambler 500 schon gut vertreten. So, können wir mal jetzt zählen, wie oft ich Gambler 500 gesagt habe? Okay. Genau, das ist auf jeden Fall eine von diesen Konfigurationen. Sehr wild, aber passt natürlich, ne? Also ein Auto, was jetzt 30 Jahre alt ist, wird man auf jeden Fall für $500 auf jeden Fall finden können. Hier schön mit PVC-Abflussrohren als Schnorchel. Obwohl das Ding gar keine Funktion hat, das endet ja eigentlich hier mittendrin, ne? Naja, für die Optik, denke ich mal. Dann 4 neue Felgen für den Soliad.
Genau, 17 Zoll alles und einmal 15 Zoll. Ja, nee, zweimal 17 mal 17, einmal 16 mal 17 und einmal 15 mal 17. Aber sag mal, die geht. Das ist halt wirklich eine Standard 5-Helge, sag ich mal. Jetzt nichts Spektakuläres von der Optik. Das ist dann, denke ich mal, die 15 Zoll. Das ist 16 Zoll, auch Standard. Und dann hier 17 Zoll. Die gefallen mir. Ich glaube, die hier sieht schon noch so ein bisschen Tiefbett-Konkav-mäßig aus. Die hier, ja, ist, glaube ich, das schlichteste Felgendesign, was es auf dieser Welt halt gibt. Unzählige Male verkauft von etlichen Herstellern. Gut, dann kommen wir zu den Autobella Piccolina Konfiguration. 500 Gambler 500 La Brueta Natara. Ja, man sieht schon einfach eine Badewanne vorne dran. Also sehr wild. Gucken wir uns auch alles später noch im Spiel an. Zu jedem Fahrzeug gibt es grob eine Story. Aber ich denke mal, das könnt ihr euch selber durchlesen. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt vorlesen und dann übersetzen. Macht das lieber selber, sage ich mal. Dann gibt es hier eine neue, die nicht zu Gambler 500 dazugehört, aber zu Piccolina gehört. Eine Drag-Konfiguration. Einfach, wo der Radstand vorne verlängert worden ist. Ist ja auch ähnlich zu dem mit der Badewanne. Ja, genau. Aber diesmal halt als Drag-Version. Ich weiß gar nicht, ob es von der Piccolina schon eine Drag-Version gab. Ich glaube tatsächlich gar nicht, ne? Deswegen, das würde sich schon anbieten. Added option to install engines and transmissions from the SBR4. Also das geht jetzt an den Piccolina. Ja, das ist cool. Updated Street Machine Config. Improved and optimized Roll Cage and Cage Mesh on Buyer Config. Improved Brake Mesh. Okay, also jetzt nichts Besonderes. Dann der Civetta Bolide added 6x4 Gambler 500 Iron Owl Config utilizing Legrand Drivetrain. Okay, also aus vielen Fahrzeugen hier wieder zusammengemischt. Man erkennt das Fahrzeug eigentlich wirklich kaum, ne? Dass es hier dieser Ferrari Lamborghini Verschnitt ist. Aber Zwillingsachse, nennt man das so? Ich denke schon, also halt ein 6x4 Fahrzeug. Sieht schon wild aus hier mit Stoppschildern unten als ja, Unterbodenschutz, sage ich mal. Sieht schon cool aus. Bin ich auch gespannt. Charrier FCV, Small Tweak on Steering Damper, ETK I-Series Updated Interior Materials to PBR. Hm, könnte ich mir auch mal angucken. Gravel D-Series. Da bin ich ja wirklich davon ausgegangen, dass da irgendwie ein Gambler 500 Konfiguration dazu kommt, aber tatsächlich ist es dazu nicht gekommen. Vielleicht später mal. Fixed Mapping on Column Shifter. Okay. Gravel Grand Marshal added Gambler 500 Grand Scavenger Config. Ja. Also hier auch wieder PVC-Rohr als Schnorchel. Schon wildes Ding, aber das Ding ist jetzt nicht so abgespaced, sage ich mal. Also da werden wir gleich auf jeden Fall noch was viel Wilderes sehen. Ibishu 200 fixed and typo in the name of stage 3 engine block as it was literally and unplayable. Das habe ich schon auf Twitter gesehen. Das ist sehr lustig. Da haben die Entwickler anscheinend bei dem Stage 3 Motor einen Schreibfehler gehabt. Da haben sie zwischen zwei Wörtern, sage ich mal, einfach kein Leerzeichen gemacht. Und das hat jemand auf Reddit als unspielbar bezeichnet. Deswegen haben die direkt auch diesen Beitrag verlinkt. Gucken wir uns mal kurz an. Genau. Literally unplayable. Stage 3. Kein Leerzeichen. Performance Long Block. Ja, das haben. Also da haben die Entwickler wirklich diesen Hersteller, der vor 8 Tagen das gepostet hat, wirklich auf die Schippe genommen, sage ich mal. Finde ich schon lustig, dass sie auf sowas Bezug nehmen. Okay, dann Ibishu Covid 5. COVID. Ja, Ibishu Covid Gambler 500, der Unstable AF Tractor Free Wheeled Free Drive Config. Das Ding ist wirklich wild. Also, ich habe noch nichts getestet im Spiel, aber ich habe schon ein paar Bilder gesehen, deswegen kann ich dazu schon ein bisschen meine Meinung haben. Das Ding ist wirklich wild. Einfach ein Traktor genommen, hinten die Achse rausgerissen, sage ich mal, und einfach ja, ein Traktor-Antrieb auf einem Rad gemacht. Also das Ding ist ein
Ibishu Pigeon, sage ich mal, nur umgekehrt. So in der Art, theoretisch. Also ein dreirädriges Fahrzeug. Bin ich mal gespannt, ob das Ding schnell umkippen wird oder nicht. Aber ich denke mal, ja, man sieht schon, der Traktorreifen, der ist halb so breit wie das Fahrzeug gefühlt. Da ja, wird, glaube ich, nichts so schnell kippen. Bin ich auch gespannt. Dann Added Gambler 500, the In Capital Half Trailer Config, also auch die Ibishu Covid. Als Pritschen-LKW, sage ich mal. Ja, diesen Anhänger, den man im Spiel schon hat, einfach hinten dran geschweißt, sage ich mal. Sieht auch cool aus. Dann Ibishu Pigeon, Added Gambler 500 Pugeon Config with D-Series Rear Axle and Porter Potty. Sieht lustig aus. Auch der hier wieder PVC-Rohr als Schnorchel. Ja, das Ding schwebt eigentlich in der Luft, weil das Ding bestimmt mehr Gewicht auf der Hinterachse hat. Ja, auch sehr große Offroad-Räder hinten. Und ja, das WC-Haus, was man hier sieht, ist auch ein neues Prop. Das kann man jetzt in der Spielwelt auch platzieren. Es wurde auch, glaube ich, zum einen oder anderen, zu der einen oder anderen Map hinzugefügt. Dann Soliad Wendover, Added Gambler 500 Croco Config. Ja, man sieht hier schon scharfe Zähne. Also mit dem sollte man sich nicht anlegen, auch mit den Augen. Das sieht wirklich lustig aus. Das kommt schon gut hin, ne? So mit dem vom Krokodil hier, wenn das jetzt die Schnauze sein soll, die Augen, die oben auf dem Krokodil drauf sind. Das ist schon auch hier mit den, sagt schon, wie heißt das? Mir fällt es gerade nicht ein. Ihr wisst schon, die Schuppen hier von Krokodil. Also gut imitiert. Tolles Design, tolles Konzept, finde ich. Okay, dann Box Utility Trailer, also der Anhänger hier oben. Add a taillight to use sledge system. Also man kann jetzt Anhänger auf Anhänger auf Anhänger dranhängen, sage ich mal. Updated lights, okay. Dann kommen updated rally part materials to PBR, updated Soliad hubcaps to PBR, added new shared 4-inch 2-inch LED lights. Also okay, nichts Besonderes. Gibt halt nur jetzt neue LED Lichter, sage ich mal. Und Props, genau hier. Porter Potty Prop, Bath Tube oder Tab. Tab heißt, glaube ich, eher, ne? Und Added Engine Props. Das ist cool. Also, wie hier schon zu sehen, Toilette. Dann Badewanne. Eine verrostete. Also, passt perfekt zum Gambler-Update. Und etliche. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle Motorenmodelle sind, die es in BeamNG gibt. Aber man sieht hier schon ein paar. Kann man jetzt einfach als Prop spawnen, sage ich mal, wenn man eine Garage oder eine Werkstatt hat. Und irgendwie, ja, irgendwas Roleplay-mäßiges spielen will, dann kann man da jetzt die Motoren mitten auf der Map platzieren als Objekt. Genau, dann Levels, added new Trash Pile Instances, also mehr Müllsäcke, denke ich mal. Was heißt denn Trash Piles? Weiß ich jetzt nicht genau. Und added, ja, hier unten, added new Trash Bag Assets, okay. Also die wurden jetzt auf den Karten verteilt. Dann Missions, added a new Mission Type. Trash Grab cleaned up a requirement amount of trash in at least amount of time. Ah, cool. Also man muss sozusagen Müll zusammensammeln, so schnell wie möglich. Added 25 new missions across various maps. Oh, geil. Also 25 neue Missionen. Ich denke mal, hauptsächlich im Gambler-Style. Also auf East Coast, auf Industrial Side, Johnson Valley, Jungle Rock, Small Island und Utah. Also die werden wir auf jeden Fall alle zusammen testen. Da könnt ihr euch sicher sein. Und dann geht's weiter zu Generic, also Gameplay. Enabled automatic headlight for mission during dawn, dusk or night. Okay, also während Mission wird das Licht automatisch eingeschaltet. Das ist wirklich wichtig, weil das haben wir ja schon in den einen oder anderen Missionen gemerkt, dass man einfach sozusagen in der Dunkelheit spawnt und erstmal selber das Licht anmachen muss. Das ist natürlich suboptimal. Fixed a case of missing navigation markers for delivery missions if enabled. Okay, also jetzt nichts, was uns interessiert. Ja, okay, hier für etliche Lenkräder, ja, Force Feedback Anpassung. Und was hier unten noch ist, das ist auch sehr wichtig, das werden wir auch noch testen. Added a new Asphalt Skid Sound, also neue Reifenquietschgeräusche auf Asphalt. Fixed near silent bypass shocking, improved and added new interior sound for greater variety.
Okay, bin ich auch gespannt. Setup Sounds for Soliet, okay, für das neue Fahrzeug und für Gambler 500 Fahrzeuge. Was mir gerade aber noch einfällt, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo steht. Nein. Aber der Soliet Lansdale. Warte mal, vielleicht steht das hier. Ja, okay, hier wird das bestimmt stehen. Der Soliet Lansdale ist auf der Plattform vom, genau hier, Built on Updated Legrand Wendover Plattform. Also die teilen sich sozusagen eine Plattform mit dem, Moment, mit diesem Fahrzeug hier. Wo ist er denn? Hier, der Wendover. Also das Fahrzeug kennt ihr, glaube ich, der ein oder andere, das ist mit diesem durchgehenden Rücklicht. Genau, die zusammen haben eine Plattform. Okay, das war's im Groben und Ganzen. Wenn ihr euch das alles hier ganz genau durchlesen wollt, ich verlinke euch einfach diesen Link hier unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das selber alles mal abchecken. Ich würde sagen, wir hüpfen ins Spiel und schauen mal, was wir so finden. So, da sind wir in-game. Ich würde sagen, wir gucken mal. Also nicht wundern hier, dass das Fahrzeug so eine komische Konfiguration hat. Ich habe meine Mod noch nicht aktiviert, deswegen sieht das hier ganz wirr aus. Aber seid gespannt. In naher Zukunft kommt auf jeden Fall Update 3.0 von meiner ETK TT Performance Mod. Seid da gespannt. Genau. Okay, dann Fahrzeuge. Warte mal. Benutzerdefinierte Konfiguration machen wir raus. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal grob den Soliet Lansdale an. Der hat nämlich so ein paar Sachen, beziehungsweise ein paar Konfigurationen. Ich denke mal, alle werden wir nicht schaffen, aber ich denke mal, groß und ganz können wir mal die ein oder andere Konfiguration uns anschauen. Die Gambler und hier Offroad-Variationen gucken wir uns dann einfach mal an, wenn wir die Mission machen, denke ich mal. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit Cargo an. Man sieht schon, von fast allen Konfigurationen gibt es zwei Versionen. Einmal hier der Barebone Cargo Van Model with RTL Interior Metal Side Panels 2.2 Liter Engine i4 and 3 Speed Automatic und das gleiche als Facelift-Version. Genau. Ich würde sagen, wir gucken immer abwechselnd. Zuallererst gucken wir uns wirklich die grobe Vor-Facelift-Version des Lieferwagens an. Vierzylinder. Können wir mal erstmal hier im Interieur gucken. Ich finde das, also das ist wirklich schön geworden. Das ist wirklich alles clean. Das sind wirklich cleane Texturen. Jetzt nicht ultra hochauflösend, aber es könnte auch daran liegen, dass ich nicht hochauflösende Texturen eingestellt habe, sondern auf Mittel, glaube ich. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wirklich cleane und schöne, schlichte Texturen, die alles wiedererkennen lassen. Aber ich will jetzt hier auch nicht allzu groß meckern, nicht, dass ich dann irgendwie noch einen Dämpfer kriege. Meine Mod ist jetzt natürlich auch nicht perfekt. Das ist meine erste BeamNG-Mod, aber die wird früher oder später dann auch ausgereift, nach und nach. Aber okay, hier oben eine Uhr, die sagt bestimmt, glaube ich, die Uhrzeit der Karte an, weil bei mir ist gerade 20 Uhr, deswegen das passt so nicht. Aber ansonsten, wenn wir mal ganz kurz hier so durchgucken, ein Tachometer. Ganganzeige und das typische amerikanische Tacho mit KMH und MPH. Und hier rechts, das ist, glaube ich, der Gangwallhebel, würde ich mal behaupten. Ja, genau, das ist der Gangwallhebel. Ja, Lieferwagen, hinten halt wirklich alles gestrippt, sage ich mal. So wie es halt sein muss, ne? Dann würde ich sagen, wir steigen nochmal kurz aus. Und gucken mal. Ah, um die Motorhaube aufzumachen, müssen wir natürlich erstmal hier Hood Release. Ich glaube, das habe ich schon gemacht, oder? Ne, jetzt ist offen. Genau. Gucken wir mal. Denke mal, wird nichts Besonderes sein. Genau. Schlichtes, einfaches, schönes Motormodell, so wie es sich gehört. Aber Motorraum ist trotzdem schön ausgearbeitet. Auch mit den Schweißnähten als Textur. Wirklich cool gemacht. Gefällt mir. Ja, einfache Tür ist klar, ne? Auch hier wirklich mit Liebe zum Detail, mit dem Verstellrädchen. Ja, nicht, dass wir die Tür eindellen. Und
die Sliding-Tür. Auch mit wirklich schön feinen Details hier mit dieser Schiene. Oder mit dem Läufer, der auf der Schiene läuft. Wirklich cool gemacht. Gefällt mir wirklich. Da haben sie sich wirklich Mühe gemacht. Aber wie schon erwähnt, das Update ist jetzt nicht allzu groß. Wie gesagt, nur das eine Fahrzeug und ein paar neue Konfigurationen und 25 neue Missionen. Und hier und da kleine, leichte Anpassungen. Da gehe ich stark von aus, dass das nächste Update 0.3 oder 0.30, wie auch immer man das nennen will, oder 0.30, ich glaube, das wird uns wirklich aus den Socken hauen. Da bin ich stark von überzeugt. Ich hoffe es zumindest. Weil es wird wirklich das nächste große runde Update sein. Da hoffe ich einfach, dass sie uns wirklich mit Content zuschmeißen. Aber ich gehe stark von aus, dass es wirklich so sein wird. Weil das, anders kann ich es mir nicht erklären, dass die letzten Updates wirklich nicht allzu groß waren mit Content. Aber okay, gut, ich zoome jetzt mal hier ein bisschen raus. Das war jetzt ein bisschen zu nah. Würde ich sagen, gucken wir doch mal. Das Ding zieht jetzt halt nichts vom Teller. Das ist wirklich ein lahmes, altes Teil. Lieferwagen, ja, gerade mal so 100 km/h geschafft, 110. Jetzt sagen wir, setzen ihn einfach jetzt vor die nächste Säule hier. Ja, da war ich zu spät mit der Zeitlupe. Oh, der Einschlag war so heftig, dass sogar beide Hinterräder abgefallen sind. Aber ist robust, also der Motor läuft theoretisch noch. Aber okay. Machen wir mal kurz Licht an, gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ja, typisch amerikanisch, dass auch die Blinker beleuchtet sind. Fernlicht ist halt eine, ich weiß gar nicht, wie man diese Glühbirne nennt. Die gibt's bei uns halt auch. Mit zwei Phasen, sage ich mal. Eine für starkes Licht, eine für schwaches Licht. Und ansonsten hinten, ja, Bremslicht, ja, Rücklicht und Rückfahrlicht. Nebelschlussleuchte hat das Ding jetzt, glaube ich, gar nicht, oder? Können wir mal kurz testen sogar. Genau. Oh. Ach, Warnblinklicht. Okay, das ist hier oben beim Blinker. Bzw. beim Bremslicht. Okay. Gut zu wissen. Aber ist ja auch typisch amerikanisch. Nebelscheinwerfer. Ja, hat er nicht, aber gut. Was erwarte ich? Das ist wirklich die Standard-Basic-Ausstattung. Da wird es nicht viel geben. Ich würde sagen, wir gucken einfach das nächste an. Wir switchen jetzt mal ein bisschen schneller hier durch. Ich gebe mal auch kurz hier den Namen ein. Lansdale. So, damit wir auch schneller hier vorankommen. 2.2 West Coast, also das gleiche, nur halt mit einem Livery, denke ich mal. Auch das hier. Wollen wir mal uns hier so ein Familienvan angucken. Ja, auch in der Basic-Ausstattung als Vor-Facelift. Ja, und hier sieht man auch schon. Ich steige hier nochmal ganz kurz aus. Oder wir gehen mal in die Freecam. Ist, glaube ich, leichter und schneller. Hier sieht man schon Rücksitzbank. Also hinten eine Doppelbank, so wie es halt bei einem Van ist. Transportvan. Oh, mit Getränkehalter. Auch schön. Das Coole ist halt, dass man wirklich von beiden Seiten das Fahrzeug betreten kann. Mit Schiebetüren. Ja. Aber alles auf rechts ausgelegt, sage ich mal. Dass man hauptsächlich rechts durchgeht, um hinten durchzukommen. Ja, hier. Das ist, glaube ich, für die Lüftung. Handgriff, Getränkehalter. Hier das Gleiche. Nur der Kollege, der hier sitzt, hat eigentlich nichts außer einen Lüfter. Ansonsten Getränkehalter ist da drüben. Aber trotzdem. Kofferraum ist dann, denke ich mal, nicht so groß. Kommen wir hier rein? Ja. Ja, ist trotzdem ordentlich Platz, finde ich. Also passt schon, ne? Okay. Gut. Ja, also der Kollege hat den gleichen Motor. Also ich denke mal, da brauchen wir jetzt nicht großartig was zu erwarten. Ach ja, genau. Man hört es schon, was ich auch noch zeigen wollte. Was wir auch in den Patch Notes da gerade nachgelesen haben. Neue Reifengeräusche oder Bremsgeräusche oder Quietschgeräusche von Reifen. Man hört schon, es variiert, je nachdem, wie viel Grip das Fahrzeug gerade auf der Straße hat. Also es sind unterschiedliche Soundarten oder Soundphasen, sage ich mal. Jetzt normal bremsen. Das geht noch. Jetzt gleich machen wir mal
mit bisschen mehr Speed ziehen wir mal die Handbremse, dann werdet ihr hören, dass sich das komplett anders anhört. Also das erkennt ihr nicht wieder. So, das hier ist ja das alte, der alte Sound, denke ich mal, den man noch kennt. Und das jetzt mit Handbremse. Also wirklich viel, viel hellerer Klang. Finde ich einfach cool. Das passt richtig gut. Ist richtig authentisch, realistisch. Also ich finde, das lässt mich richtig mein Herz aufgehen. Das war jetzt wieder gutes Deutsch, aber ist egal. Oh, hier sehe ich auch. Bei der Facelift-Version, in der US-Version, sage ich mal, ja, orangene Reflektor-Sidemarker-Beleuchtung. Und hier in der europäischen Diesel-Version haben wir jetzt, ja, Silber-Chrom, wie auch immer. Machen wir mal kurz hier. Ja, komm, wir nehmen mal hier die europäische Facelift-Diesel-Version. Ah, hört man schon das schöne Dieselnagen. Ja. Was soll ich sagen? Was mir aufgefallen ist, bei dem Fahrzeug, ich habe eben gerade mal kurz getestet vor der Aufnahme, irgendwie funktioniert das Licht nicht auf Anhieb. Ob das nur bei mir so ist? Weil ich drücke hier gerade als auf die Beleuchtungstaste, das funktioniert alles nicht, auch Blinker nicht. Ich glaube, erst wenn man das Fahrzeug zurücksetzt oder so. Irgendwie habe ich es vorhin kurz hingekriegt. Aber ich weiß jetzt nicht. Ja, man sieht auch schon hinten gleiches Rücklicht, nur ich glaube andersrum aufgebaut, sage ich mal. Ansonsten, ja, Innenraum ist gleich. Hier hat sich nichts groß geändert, außer halt, dass es ein Handschalter ist. Und der Schaltweg oder ja, Schaltgestänge ist wirklich arg lang. Das geht ja fast bis zum Klimabedienelement. Ja, er zieht jetzt hier nichts vom Teller, der Kollege. Kurz aufgesetzt. Ja, solides Familienfahrzeug. Damit können die Moms auf jeden Fall ihre 6 Kinder sorglos zur Schule bringen. Da sehe ich auf jeden Fall keinen Zweifel. Oh, da haben wir gerade beide Radkappen verloren. Und der nächste Baum. Jo. Motor ist auch noch heile, aber kühler, zischt. Ah, jetzt geht auch der Motor hoch. Zu wenig Öl. Das würde ich auch cool finden, wenn sie im nächsten Update irgendwie implementieren, dass es hier so Flüssigkeitssimulationen, sage ich mal, gibt. Dass wenn man wirklich einen auslaufenden Kühler oder eine Ölwanne hat, dass auch wirklich so eine, ja, wenigstens so eine Textur oder irgendwie auf der Straße ersichtlich ist, dass das Ding hier gerade ausläuft. Dass wir einfach so eine Wasserspur hinter uns herziehen. Oder auch hier, wenn der Motor irgendwie schlecht läuft und hinten einfach viel Wasser verliert, Kondenswasser oder so. Das würde ich fühlen. Ich denke mal, irgendwann wird das kommen, aber ich glaube nicht in naher Zukunft. Ah, genau jetzt. Meine ich. Jetzt funktioniert es auf einmal. Genau. Abblendlicht, Fernlicht. Ja. Also jetzt nichts, was uns hier arg überraschen sollte. Okay, wir sind jetzt schon in 10 Minuten bei 3 Fahrzeugen gewesen. Sagen wir, beschleunigen das Ganze mal. Taxi gucken wir uns jetzt nicht an. Turbo Diesel. Ja, ich glaube, lohnt es jetzt auch nicht so unbedingt. Wir gucken uns mal hier den 3.3er an. Als Police-Version. Das müsste dann, glaube ich, ein 6-Zylinder sein. Ja, hört man schon. Ich finde das Ding. Also klar, amerikanisches Fahrzeug. Oh, auch getönte Scheiben. Sehe ich gerade. Klar, komplett im Beige innen drin. Amerikanisches Fahrzeug. Aber ich finde, das hat irgendwie gerade so ein Flair von so einem japanischen Familienvan. Oh. Upsala. Ja, also weiß ich nicht. Gibt mir irgendwie gerade so japanische Vibes. Man könnte auch am Livery einfach liegen. Ja, der 6-Zylinder 3.3er. Der hört sich schon kernig an, aber wie ihr seht, 120 km/h jetzt erst auf dem Tacho. Ist jetzt auch nicht so die Performance-Bombe. Boah. Oh. Aua, aua, aua. Da haben wir auf jeden Fall das Fahrzeug lang gemacht. Können wir den hier rausziehen? Naja. Der ist jetzt auf jeden Fall aerodynamisch angepasst. Oh, ja, okay. Daran hätte ich jetzt nicht ziehen sollen. Das ist klar, dass das nicht die Kraft aushält. Sieht cool aus. Auch mit der Achse vorne.
Wie sieht das hier aus mit den Sounds? Ich weiß jetzt nicht, wo ich meinen Hub-Sound habe. Ist jetzt auch egal, aber wir können ja mal ganz kurz hier Leitbar. Standard. Ja, gut, dass man hier nichts sieht wegen diesem Menü. Okay. Achso, ich glaube, das sollte dann eher aus sein, ne? Ja, jetzt kommt, aber hier ist irgendwie nichts. Oder muss man das erst aktivieren? Ich fahre mal kurz hier drunter, wo es ein bisschen schattiger ist, sage ich mal. Das will ich jetzt hier herausfinden. Woran das denn jetzt hier liegt? Lichtleiste, okay. Also nur oben Rundumleuchte. Okay. Für mich eher irgendwie so... Weiß ich, das erinnert mich gerade nicht an ein Polizeifahrzeug, sondern eher an Notarzt-Rettungswagen. Ich weiß nicht, wie das in Amerika heißt. Oh, man sieht auch hier... Hat hier gerade so komisch reflektiert. Ich dachte, dass das jetzt hier innen drin auch irgendwie beleuchtet ist. Aber scheint nicht so zu sein. Wir können ja mal ganz kurz hier... Standard. Hat sich da jetzt irgendwie was geändert? Ja, hier, das war vorher weiß. Und ich glaube, es hat nicht so schnell geleuchtet. Hier, es gibt also anscheinend unterschiedliche Lichtmodi, sage ich mal. Okay, aber gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Fahrzeug. Weil der hat uns ja jetzt nicht so arg überzeugt. Ja gut, allgemein können wir von dem Fahrzeug jetzt nicht so viel erwarten. 3.8er SE All-Wheel Drive. Ich würde sagen, sehen wir uns für andere Folgen auf. Wir gehen jetzt mal hier in den 3.3er Sport. Gucken uns beide mal an hier. Facelift und Vor-Facelift. Wie die sich optisch unterscheiden. Genau, das gleiche gibt es dann auch wieder als 3.8er All-Wheel Drive. Bin ich mal gespannt. Okay, das ist jetzt das optische Sportsmodell. Ja, man sieht schon leicht andere Stoßstange. Ein bisschen sportlicher auf jeden Fall. Seitenschweller, Ansätze und Heckstoßstange, glaube ich, auch. So leichte Ansätze hinten. Und alles in Wagenfarbe lackiert. Und ein kleiner Dachspoiler. Und natürlich andere Felgen. Aber, ja, Innenraum auch. Zweifarbige Sitze. Denken wir, das soll so irgendwie so Leder... Leder und Alcantara oder sowas darstellen. Sieht gut aus. Ja, jetzt hört sich auf jeden Fall auch sportlich an. Aber fährt sich auf jeden Fall nicht sportlich, meiner Meinung nach. Ah, ich liebe dieses Geräusch, ne? Das ist wirklich ein geiles Geräusch. Bin ich gespannt, wie sich das mit Driftfahrzeugen anhören wird. Ob es nervig wird auf Dauer oder nicht. Zur Not kann man ja dann auch einfach Reifengeräusche runterdrehen. Au, 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 au. Ja, auf jeden Fall haben wir den auch jetzt hier gut zersägt. Oh, das Schild ist natürlich ohne Kollision, aber nicht schlimm. Gut, dann... Gucken wir uns jetzt die Sportversion als Facelift an. Mhm, okay. Hier weiß ich gar nicht jetzt, ob sich hier was großartig geändert hat am Heck. Ich glaube, die Heckstoßstange ist nur ein bisschen länger geworden und natürlich auch in Wagenfarbe. Aber ansonsten sehe ich da jetzt hier nichts großartig. Anderer Seitenschweller. Und vorne würde ich eher sagen, ja, ne, so Flaps. Und am Grill irgendwie so zwei Einlässe, sage ich mal. Aber jetzt auch nicht so krass. Und glaube ich ein anderer Grill, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten jetzt auch nichts Besonderes. Jetzt hier hat er den Kickdown erst bemerkt. Ja. Den haben wir auch schön kaputt gemacht. Ah, super. So gehört sich das doch. Nur irgendwie, die Haube ist ganz schön wellig. Aber weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Das habe ich jetzt schon bei einigen Mods festgestellt. Bei mir habe ich da jetzt so gar nicht so drauf geachtet. Okay, dann gucken wir uns mal kurz die Tuner-Fahrzeuge an. Und ja, die drei hier noch. Also fünf Fahrzeuge noch. Und dann nehmen wir uns den Rest für die nächste Folge auf. Oh, cool. Der Tuner hier hat auf jeden Fall, das ist jetzt die Vor-Facelift-Version,
Angel Eyes Scheinwerfer. Ah, hier geht das Licht jetzt auch nicht auf Anhieb. Okay, schade. Yo. So, natürlich Sportlenkrad, wie es gehört. Ah, hier. Andere Sitze. Also sozusagen die Fahrersitze einfach noch hinten nochmal verdoppelt und hinten halt die letzte Sitzbank, die dritte Reihe sozusagen einfach gelassen. Ja, cool, aber. Oh. Er will es auf jeden Fall wissen. Oh, der schießt auf Flammen, der Kollege. Ein Turbo-Pfeifen hat er auch. Sehr schön. Also, Delivery ist wirklich typisch amerikanisch. West Coast Customs mäßig. Aber Bodykit, also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde, das hat was. Mir gefällt ja gut. Die Scheinwerfer sind jetzt nicht so cool. Klar haben die was, aber weiß ich jetzt nicht, ob der Angel Eyes sein müsste. Aber so an sich, ich finde, das hat wirklich so einen japanischen Stil, so wie es aktuell in Japan ist, finde ich. Deswegen, mir gefällt das Bodykit. Nur halt hinten mit diesem Duplex. Das mag ich halt wiederum nicht. Das hätte man, ja, anders machen können, sag ich mal. Oh, der Kollege, der will es hier wissen, auf jeden Fall. Komm, erstmal hier, erstmal alles abreißen. Ach, das war nur ein Fake-Auspuff. Wie cool ist das denn? Warte mal, das müssen wir uns jetzt mal von unten angucken. Oder wir schmeißen den Karren jetzt einfach mal aufs Dach. Das muss ich mir jetzt angucken. Oh, Unterbodenbeleuchtung hat er auch. Aber, ey, das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Ich habe mich schon gewundert, warum die Flammen nur auf einer Seite rauskommen. Das ist einfach nur ein Fake-Auspuff, der hier hinten zugemacht ist, damit das optisch so aussieht. Ey, wirklich, wirklich cool gemacht. Aber wir können ja mal ganz kurz hier in den Motorraum gucken. Ja, genau. Ich will mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwie was Cooles zu sehen ist. Ja, also Tuning, Ansaugtuning, sage ich mal, mit diesen typischen blauen Silikonschläuchen und ein Luftfilterpilz. Hat schon was. Wirklich cool gemacht. Ja, hier sieht man es auch, dass es wirklich ein Fake-Auspuff ist. Nee. Also einfach die Lackierung runter machen, die diese Lexus Chrome Rückleuchten einfach auch wegmachen, Originale drauf machen, andere Stoßstange hinten, andere Felgen, und dann ist das Fahrzeug eigentlich schon ganz cool. Ich könnte ja mal einfach zum Ende der Folge nochmal ganz kurz eine eigene Konfiguration machen, denke ich mal. So wie ich das eigentlich häufig mache. Dann Super Tuner, okay, das ist jetzt Facelift-Version als Tuner. Alter. Wow, wow. Was ist das für ein Motor? Also muss ich jetzt aber mal ganz kurz hier abchecken, was das für ein Motor ist. Der hört sich auf jeden Fall cool an. Okay, das war ein 2,5 Vierzylinder und der hier ist ein 3,8er Sechszylinder als Allrad auch noch. Okay. Ja, hier auch wieder als Facelift wieder so Chrom Lexus Rückleuchten. Das sieht jetzt wirklich nach Lexus aus. Aber, also die Rückleuchten finde ich cool, wenn die in schwarz wären. Wirklich. Das würde ich fühlen. So, der Dachspoiler ist oben weg. Dann natürlich sehr coole Leopardenfolierung oder Lackierung. Damals gab es ja, glaube ich, zu dieser Zeit noch keine Folierung. Kommt halt drauf an, wann das Fahrzeug sozusagen getuned worden ist, sage ich mal. Dann mit einem schönen Panoramadach. Cool gemacht. Und ja, die Front auch wirklich, erinnert mich auch wieder an japanisches Tuning. Aber gefällt mir einfach. Finde ich wirklich super cool. Hier passen die Angel Eyes viel besser, sage ich mal. Vor allem diesen bösen Blick. Und natürlich die 20 Zoll oder 21, 22, was das ist. Ja. Donk-Felgen, sage ich mal. Natürlich sieht man, dass es Ricer-Tuning ist, weil natürlich große Felgen, kleine Bremsanlage. So. Wie sieht das hier aus? Oh. Natürlich das... Jetzt muss ich es aber wirklich mal testen. Hat das Ding... Oh, NOS hat es natürlich auch. Ja, okay, sehe ich hier unten. Hat das Ding auch wieder einen Fake-Auspuff? Natürlich. Natürlich. Wer hätte es anders gedacht? Alter. Aber wirklich cool gemacht. Also, aber bei der Version hätte ich mir schon gewünscht, dass es wirklich eine Duplex-Auspuffanlage ist. Weil das ist ja schon ein aktuelleres Modell. Hier hat man sich schon ein bisschen mehr, sage ich mal, Geld in die Hand genommen für das Tuning.
mal gucken, was der Kollege hier kann. Ja, das ist natürlich jetzt blöd hier. Ich weiß auch nicht mehr, was meine NOS-Taste ist. Ah, ich hab sie. Mal gucken, wie schnell der Kollege hier wird. Ja, also, wirklich schneller ist er jetzt auch nicht geworden. Der hört sich nur schneller an. Oh, 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 oh. Au, au, also das hat der Fahrer auf gar keinen Fall überlebt. Der hat sowas von das Lenkrad in seinen Brustkorb bekommen. Da kannst du mir erzählen, was du willst, aber das Glas da oben ist es wirklich schon stabil. Ja, hier poppt irgendwas. Ich glaube, das ist der Auspuff, ne? Ja. Ist auf jeden Fall hin. Okay, gut. Dann weiter. Ich sehe schon, das wird wieder eine lange Folge, aber ich habe lange nichts mehr hochgeladen und das Update wollte ich ja euch ja erstmal im Groben und Ganzen hier so zeigen. Deswegen, ich stehe auch dazu. Das ist jetzt die Rennversion. Natürlich Innenraum komplett, oh, sogar mit neuem Tank, sage ich mal, mit einem Renntank. Richtig geile Überrollkäfig, da hätten sie auch den Überrollkäfig einfach komplett bis hinten zur Heckklappe durchziehen können. Ah, hier oben Texturfehler, aber nicht schlimm. Ansonsten sehr clean aufgeräumt und mit sequentieller Schaltung. Ah, das ist auch wieder der Sechszylinder, aber denke ich auf jeden Fall jetzt besser. Das merkst du so schon, dass er hier bergauf auch schon bei 120 schon ankommt. Aua. Auch die Bremsen sind deutlich stärker. Auch wenn die jetzt nicht größer geworden sind. Im Gegensatz zu dem Tuner. Warte mal. Die hat die Karte hier nicht sogar eine Rennstrecke? War da nicht was? Ja, natürlich. Hier. Aber ich wollte eigentlich nur zu Rennstrecke an sich. Ja, genau, Rennstrecke. Quick Travel. Dann wollen wir einfach mal ganz kurz eine Runde hier drehen. Ist jetzt egal, in welche Fahrtrichtung. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige ist oder nicht. Ja, okay, so schnell ist er jetzt auch nicht, aber es ist halt ein, sag ich mal, eine Rennkonfiguration. Natürlich, dass es von den Herstellern nicht als Rennwagen gedacht worden ist. Hat sich irgendwer einfach nur dabei gedacht, ja okay, dann bauen wir mal ein Track-Tool, machen wir ein Track-Tool daraus. Man sieht auch schon, dass hinten, je nachdem welche Kurve man fährt, die Achse das Beinchen hoch macht. Aber handlingmäßig ist das Ding auch ganz gut. Klar kannst du damit jetzt nicht mit Vollspeed in die Kurve rein, aber der hat deutlich mehr Grip als die anderen Konfigurationen. Aber der Motor überdreht schnell. Im Innenraum hört sich das schneller und spektakulärer an und sieht auch so aus. Aber hier außen gar nicht so. Ah, jetzt fahren wir hier am Dragstrip vorbei. Ja, 215 hat er schon drauf gehabt jetzt. 220. Ich würde sagen, Bremsen. Ja, Bremsen sind wirklich gut. Also, die Config macht Spaß. Wen wundert's? Boah, hier, ich sehe gerade Werbung. Drift Gear. Wenn es das Ding... Warte mal, das gibt's als Allrad. Das gibt's als Allrad. Okay, wenn man da vorne die Antriebswelle tot macht, Heckantrieb... Ja, muss gleich mal in meiner eigenen Konfiguration mal gucken, ob ich da einen Drifter draus bauen kann. Das wäre doch lustig. Das würde ich auf jeden Fall fühlen. Ja, auf jeden Fall haben wir gerade auch unsere... Mit dem Curb oder was wir auch immer da mitgenommen haben, vorne ein bisschen Schaden uns zugefügt. Aber okay. Gut. Dann noch zwei... War es ein oder zwei? Ich glaube, sogar nur noch... Ja doch, zwei Stück. Und zwar, wir gucken erstmal den hier an. 4,4 V8 Tuner Special Supercharged All-Wheel Drive Manual. Langer Name. Aber wieder auch privat getuned. Der Kollege hier im Mattschwarz mit, denke mal, 19 Zoll Felgen oder 20 Zoll als Sleeper. Yo!
Ja, der hat auf jeden Fall auch ein bisschen am Gewicht gespart. Der hat nur nochmal zwei Fahrersitze, sage ich mal, oder Beifahrersitze hinten nochmal reingemacht und dritte Bankreihe einfach weggelassen. Oh, 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 oh. Okay. Ja, der Kollege ist wild. Der hat Allrad natürlich. Ich wollte gerade fragen, was hat er für einen Antrieb? Aber Allrad natürlich. Ja, aber man merkt schon, das ist kein Track-Tool, das ist eher, ja, sag ich mal, von einem 0815-Typen. Ja, okay, nicht 0815-Typen, ich weiß jetzt nicht, wie ich genau das definieren soll. Einfach privat selber getuned, als Straßenfahrzeug. Deswegen merkt man da auch, dass es kein Track-Tool ist und der jetzt nicht so gutes Handling hat, im Gegensatz zu dem Track-Tool eben gerade. Ja, okay, ich glaube, ich brauche jetzt nicht weiter darauf eingehen. Da wir ja jetzt in der Nähe vom Dragstrip sind, würde ich sagen, probieren wir jetzt erstmal vorerst die letzte Konfiguration aus. Die Drag-Konfiguration. Gutted out panel van fitted with a supercharged V8 all-wheel drive drivetrain. Make sure your kids won't ever be late for soccer practice. Ich glaube, mit dem Fahrzeug auf jeden Fall nicht. Aber für Kids ist ja auf jeden Fall kein Platz. So, das testen wir doch gleich mal. Erstmal hier schon mal NOS aktivieren. Ja, auch wieder Allrad. So. Würde ich sagen, das testen wir doch mal. Training, yes. Wobei, wir können ja mal einfach mal ein Rennen starten gegen jemanden anderes, beziehungsweise gegen ein anderes Drag-Fahrzeug. Bin ich mal gespannt. So, Gegnerfahrzeug wählen. Okay. Gibt es davon ein Drag-Fahrzeug? Ja. Komm, wir testen einfach mal gegen den hier. Mal gucken, wer die Nase vorne haben wird. Was? Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Nochmal hier schön die Reifen warm machen. So, der Kollege. Okay, da habe ich auch ein bisschen spät geschaltet, aber der Kollege, der zieht echt krass voran. Ah, da habe ich auf jeden Fall gepennt beim Start. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, wir machen den Kollegen nass. Aber nein. Aber nein. Ah, na gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, brauche ich jetzt meine eigene Konfiguration. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Abschluss. Bis gleich. Ich wieder. Und hier seht ihr schon meine eigene Konfiguration. Ja, ich habe das Beste, was ich finden konnte, mir zusammengebaut hier. Natürlich Facelift. Mit dem Facelift Tuning Body Kit und natürlich nicht mit dem Fake Auspuff, auch wenn hier die Aussparung offen ist, habe ich weggelassen. Hier ein bisschen Werbung für mich, TT Performance. Schöne Midnight Purple Farbe. Innenraum habe ich natürlich in hell gelassen und habe vorne Rennsportsitze reingemacht, ein Rennsport Lenkrad und die Sportsitze, sage ich mal, für hinten. Und ansonsten, ja, ein bisschen tiefer den V8 rein und All-Wheel-Drive theoretisch reingemacht, aber vorne einfach Antriebswellen weggelassen und natürlich nur auf Heck gebaut. Das heißt, dementsprechend geht das Ding jetzt auch nur im Heck. Ich habe natürlich eine sehr kurze Übersetzung genommen, aber man kann mit dem Ding jetzt theoretisch driften. Also da müsste man auf jeden Fall noch einiges anpassen, damit das Ding auch wirklich gescheit driftet. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, ich habe sehr kurze Übersetzung genommen, wie ihr schon sehen könnt. Aber man müsste auch hier eigentlich irgendwie mit einer Mod dann großen Lenkwinkel reinmachen, weil ihr seht schon, Lenkwinkel ist eigentlich gar nichts. Das Ding kann man kaum fangen, wenn das Ding einmal ausbricht. Aber gut, also mir gefällt mein Tuning.
meine Tuning-Version, sage ich mal, ganz gut. Aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, wenn es heißt Gambler 500. Da werden wir, denke ich mal, ja, anfangen mit den Gambler 500 Szenario-Missionen und schauen dann, ob wir dann alle Gambler 500 Fahrzeugkonfigurationen durchhaben. Und wenn nicht, werden wir die dann nachträglich selber fahren. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Genau, bis zum nächsten Mal. Haut rein, vielen Dank und ciao.